Welcome, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich hier in Southern Down im wunderschönen Wales. Und in diesem Video möchte ich mal die Geheimnisse der Blende in der Landschaftsfotografie enthüllen. Damit willkommen in diesem Video. Ich hoffe, dir geht's soweit blendend. Die Blende ist ja ein sehr wichtiges Werkzeug in der Fotografie, aber leider auch sehr missverstandenes. Gerade für Anfänger ist dann oft so die Blende eine Möglichkeit, ja, ich lasse jetzt mal mehr Licht ins Bild, ich lasse mal ein bisschen weniger Licht ins Bild und dann merkt man dann hinter am heimischen Computer, oh hoppla, da ist ja Unschärfe im Bild oder es ist alles zu scharf und eigentlich wollte ich doch die Blume vorne scharf haben. Da stößt man dann schnell auf Probleme. Die Blende ist nämlich meiner Ansicht nach wirklich das Kompositionswerkzeug, um den Blick des Betrachters gerade in der Landschaftsfotografie zu lenken. Wie gelingt mir das? Ich habe im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich die Blende einmal einfach gesagt relativ weit zumachen. Was bedeutet das? Ich mache die Blende sehr weit zu, das mache ich mit sehr hohen Blendenwerten. Das heißt, ich regel die Blende an meiner Kamera auf 11 oder 16 oder noch höher. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, da übertreibt man es gerade am Anfang gerne. Hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, ja, du musst in der Landschaftsfotografie die maximale Schärfentiefe erreichen. Und das machst du, indem du die Blende ganz weit zumachst. Das stimmt zwar, dann stellst du irgendwie Blende 32 ein, aber da sind wir wieder beim Thema, dann bist du zu Hause und merkst, insgesamt ist das Bild ein bisschen flau. Das ist das Thema Beugungsunschärfe. Klingt jetzt auch erstmal komischer als es ist. Das ist einfach ein Phänomen. Da hast du zwar eine sehr hohe Schärfentiefe im Bild, dann hast du aber insgesamt so eine leichte Unschärfe im Bild. Das ist einfach ein physikalisches Naturgesetz. Das ist durch die Beugung, durch die Brechung der Lichtstrahlen dann ins Objektiv hinein. So, soweit, so kompliziert. Das heißt, wir halten fest, große Blendenzahl, kleine Blendenöffnung, große Schärfentiefe, alles von hier vorne vom Stein bis ganz nach hinten zum Horizont, knackscharf. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Gegenteil zu machen. Stell dir vor, ich bin eine wunderschöne Frau oder eine sehr schöne Blume und du stellst jetzt einfach mal mich frei. Das heißt, du stellst eine sehr kleine Blendenzahl ein. Das heißt, die Blende wird sehr groß. Das heißt, ich bin sehr scharf im Bild. Der Vordergrund und der Hintergrund läuft unscharf aus. Du merkst schon, das ist vielleicht, wenn man Blumen fotografiert, eine gute Idee. In der Landschaftsfotografie ist man aber meistens auf eine maximale Schärfentiefe aus. Deswegen ist dann immer mein Tipp eigentlich für gerade Anfänger der Landschaftsfotografie, spiel so rum mit Blendenwerten zwischen 8 und maximal 16. Dann hast du eine große Schärfentiefe, du kommst aber noch nicht in die Beugungsunschärfe. Das ist ein sehr guter Kompromiss. Wenn du da noch tiefer reintauchen möchtest in diese Thematik, wie kriege ich ein Landschaftsfoto komplett scharf, von Vordergrund bis zum Hintergrund, da habe ich ein separates Video hier auf dem Kanal. Guck da am besten mal vorbei. Aber das sind mal so die wesentlichen Elemente eigentlich oder die wesentlichen Möglichkeiten, mit der Blende eben gezielt die Aufmerksamkeit zu lenken, eben über die Schärfentiefe. Wann macht es jetzt überhaupt Sinn, quasi mit einer sehr kleinen Schärfentiefe zu arbeiten? Das heißt, bestimmte Objekte, wie jetzt hier einen Stein herauszuarbeiten. Und wann macht es Sinn, die ganze Szenerie ins Bild zu setzen? Um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen auseinandersetzen mit der Tatsache, wie überhaupt unsere Augen sehen und wie wir, wenn wir einen Ort erfassen, den quasi betrachten. Es ist nämlich nicht so, dass wir wie auf einer Fotografie uns dann hinstellen und ein großes Bild erfassen, sondern wir tasten uns quasi ab. Und nichts anderes muss man quasi erzielen oder erreichen, wenn man eine Landschaftsfotografie macht. Man muss quasi mit der Komposition, und da spielt eben die Blende eine sehr große Rolle, muss man dafür sorgen, dass man gezielt den Blick des Betrachters eben auf die Elemente setzt, die einem selbst wichtig sind. Und das geschieht eben am besten durch die sogenannte Linienführung, durch Kontraste, durch Schatten- und Lichtspiele. Wenn wir jetzt in dem Fall nämlich einfach nur den Stein scharf hervorheben würden, dann hätten wir ein Foto von dem Stein. Das wäre vielleicht ein schöner Stein, aber dieser Stein würde nicht das zum Ausdruck bringen, was ich hier empfinde, wenn ich die Szene mit meinen Augen abtaste. Dann gucke ich mir die verschiedenen Sachen an, dann bleibe ich vielleicht irgendwo hängen an dem Pärchen mit dem Hund. Aber das muss ich halt eben, um das in der Fotografie zu erreichen, muss ich natürlich dem Betrachter auch die Möglichkeit geben. Und das erreiche ich mit einer sehr großen Schärfentiefe und eben über die Komposition, dass die Komposition den Blick des Betrachters genau an die Stellen führt, die mir wichtig sind. Wir haben jetzt viel über Blendenwerte geredet, über Komposition. Es ist ein bisschen komplizierter geworden, ein paar Begriffe wie Beugungsunschärfe und so. Stellt sich natürlich jetzt praktisch die Frage, was bedeutet das für dich, wenn du jetzt quasi dich für ein Objektiv entscheiden musst. Ne? Und da habe ich ja schon gesagt, dass die größtmögliche Blende, die am Objektiv einstellbar ist, dass das die sogenannte Lichtstärke ist. Und einfach gesagt ist quasi ein Objektiv immer teurer, wenn es halt die Möglichkeit einer sehr großen Lichtstärke hat. Das heißt, wenn du wirklich bis zu zum Beispiel Blende
1.2 einstellen kannst, was schon extrem lichtstark ist, dann schlägt sich das auch im Preis nieder, dann wird das Objektiv sehr teuer. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn du jetzt Porträts machst, klar, das kennst du auch, dann möchtest du ja das Modell schön scharf darstellen und möchtest, dass der Hintergrund in so eine schöne Unschärfe, in so ein schönes Bokeh verläuft und das schlägt sich auch im Preis nieder, die sind dann oft sehr teuer. In der Landschaftsfotografie ist das eigentlich in 9 von 10 Fällen gar nicht notwendig, wie bereits erwähnt. Ist man da ja meistens auf eine sehr große Schärfentiefe raus. Das heißt, was nützt es mir, wenn ich dann mein Objektiv bis auf 1.4 einstellen kann? Eine Ausnahme gibt es, der wunderschöne Nachthimmel. Deswegen habe ich auch eine Festbrennweite in meiner Tasche von 14 mm, die sehr lichtstark ist, womit ich dann auch in der Nacht auf jeden Fall genug Licht auf den Chip bannen kann, dass ich dann auch Sterne fotografieren kann. Aber deswegen mach dich nicht verrückt mit Objektiven über 2.000 Euro in der Landschaftsfotografie, weil die jetzt eine ganz tolle Lichtstärke haben. Ich benutze zum Beispiel hier jetzt gerade in Irland das 16-35 von Canon mit der Blende 4. Das heißt, die maximale Lichtstärke liegt bei 4. Das gibt es auch in der 2.8er Variante, wiegt gefühlt das Dreifache, kostet gefühlt das Dreifache. Ist für andere Fotografen womöglich sinnvoll, für mich nicht, weil ich eben in der Landschaftsfotografie mit diesen Blenden in aller Regel überhaupt nicht arbeite. Da bin ich im Bereich zwischen 11 und 16 unterwegs. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Mir war es einfach mal wichtig, ein bisschen zu philosophieren. Thema Blende, Landschaftsfotografie ist für mich oft ein bisschen missverstanden. Natürlich gerade bei Anfängern eher, dass man dann halt mit der Blende mehr oder weniger die Helligkeit reguliert, aber ein bisschen außer Acht lässt, dass die Blende halt eben auch schlicht und ergreifend meiner Ansicht nach sogar das wichtigste Kompositionswerkzeug ist. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen. Ich würde mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du auch in Zukunft kein Video mehr. Und ich, ja, werde jetzt mich hier von diesem Plätzchen ein bisschen verabschieden, weil ich einfach Bock habe, selber noch ein bisschen zu knipsen.